Liebe Freund, ich finde kein Wort. Der Vertrauensbeweis, der Beweis von ihrem Vertrauen, der hat mich überwältigt. Schon als kleiner Bub habe ich immer davon geträumt, mich einmal gut schweizerisch in einem öffentlichen Amt für Gemeinschaft dürfen einzusetzen und zu bewähren. Aber ich hätte mir nie träumen lassen, dass... Moment, nein, den vom Träumen, den habe ich ja schon gehabt. Aber ich hätte nie gehofft, weil dort mal meine Vorbilder schon der Stauffacher und der Winkelried gewesen sind, hätte ich nie zu hoffen gehofft, gewagt. Du, Eva, was würdest du sagen? Ich hätte mich nie gewagt oder ich hätte mich nie getraut? Warum sagst du es nicht direkt? Bei dir muss das heissen, ich bin schon immer ein Schisshas gsi, oder? Was schnurrst du eigentlich vor dich hin? Ich übe eine Ansprache. Oh, nein. Forget it, Adam, vergiss es. Sag sowieso nein. Was, wieso nein? Ja, wenn du an einem Montag eine längere Rede haltest, dann geht es nur darum, weil du nach dem Kegeln wieder ein bisschen überhöckeln, aber kommt nicht in Frage, am 10 Uhr bist du daheim. Hm? Nein, das ist doch ganz eine andere Ansprache. Ja, willst du jetzt etwa Bundesrat werden? Hm? Im Departement für innereheliche Auseinandersetzungen? Hm? Nein, das ist doch meine Ansprache für heute Abend im Kegelclub. Ja, willst du jetzt mit einer umwerfenden Rede das Babeli schiessen? Aber das solltest du jetzt einfach wissen, Adam. Wenn du redest, geht niemand um. Da schläft man höchstens stehend ein. Nein, also, wir haben doch heute Abend Generalversammlung, nicht? Aha. Und ich stehe zur Wahl. Hm. Als General? Als Kassier. Ja, das ist meine Dankesrede, wenn ich dann gewählt worden bin. Hm? Als Kassier, ja. Adam, du kommst jetzt also höchstens bei mir an die Kasse. Nein, meine Wahl ist so gut wie sicher. Hm? Ja. Die letzte Woche warst du auch so gut wie sicher, dass du noch in den Parkplatz reingepasst hast. Ja, und was hat jetzt meine Wahl von heute Abend mit dem läppischen Blechschaden zu tun? Mit dem Blech, den du verzapfst, trägt jeder einen Schaden davon. Also los, jetzt haltest du mal die Rede, sag ich dir ehrlich, was ich davon halte, komm. Also gut. Nein, also wenn mich so jemand anschaut, dann kann ich nicht reden. Ja, meinst du, deine Kegelbrüder stecken deine Köpfe in einen Ambulanzsack, während du schnurst? Also, komm mit. Also, liebe Freund, ich finde kein Wort. So etwas sauber. Ich finde kein Wort. Ja, dann suchst du es halt und kommst wieder, wenn du es gefunden hast. Das sagt man denke so, wenn man gerührt ist. Bei der Oscar-Verleihung zum Beispiel, da sagt das auch jeder. Und dann schnurrt es gleich wie ein Buch. Ja, aber du bist nicht der Oscar, oder? Und wenn du redest wie ein Buch, dann kann das höchstens ein Schund um Hand sein. So, komm mit, mach weiter. Also, der Vertrauensbeweis, der hat mich überwältigt. Schon als kleiner Bub habe ich immer davon geträumt, mich einmal auf gut schweizerische Art in einem öffentlichen Amt für Gemeinschaft einzusetzen. Wieso in einem öffentlichen Amt? Setzt du dich einmal für unsere Gemeinschaft da die Heime ein? Das wäre viel gescheiter. In einem öffentlichen Amt einzusetzen und zu bewähren. Schon dortmal sind meine Vorbilder der Stauffacher und der Winkelried. Danke vielmals, lieber Adam. Jetzt weiss ich endlich, wie die drei da auf dem Rütli oben geheissen haben. Stauffacher, Winkelried und der Kiffer. Aber ich hätte nie zu hoffen gehofft. Also zu hoffen getraut. Zu hoffen gewagt. Hör auf, hoffen, Adam. Sagst einfach, ich finde kein Wort und hockst wieder ab. Das kann man doch nicht machen, wenn man in so einer Vertrauensstellung gewählt worden ist. Ich sage dir, du wirst nicht gewählt. Ja, aber schon sicher, Eveli. Ich bin nämlich der einzige Kandidat. Nicht mehr. Wieso? Ja, weißt du das nicht? Hat sich in letzter Minute jemand entschlossen, gegen dich zu kandidieren? Wer? Ja, jemand Attraktives, Wortgewandtes, Intelligenz. Wer? Ich. Was sagst du jetzt? Liebe Freunde, ich finde kein Wort.